Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Platin-Guide. Wir haben jetzt hier die Viere schon durchgenommen. Jetzt wollen wir das, da habe ich schon Platin, wir werden, und bei den anderen, die wir jetzt zeigen, die ich euch zeigen werde, da habe ich Platin auch. Deswegen werden wir schnell mal das Profil wechseln. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht Platin machen, das Spiel. Was ich euch jetzt zeige, das ist halt Baseball. Es ist halt einfach nur links und rechts hin und her rennen und den Ball fangen. Der Ball kommt manchmal in beschissenen Linien. Oder manchmal zu weit vorne, zu weit hinten, wie jetzt. Zum Beispiel, wenn man ganz weit hinten ist und dann nach vorne muss, dann ist das schon echt nervig. So wie jetzt. Und überlegt mal, ich wäre da ganz hinten gewesen. Und dann kommt da so ein Fliegeball. Die werden auch dann noch schneller, logischerweise. Und 15 Bälle oder so müssen wir fangen. Und da sind wir schon raus. Bei Ball Nummer 10. Wir können es ja nochmal machen. Es gibt auch genug Statistiken, wo, wann der, wie der Ball hinfliegt und so. Ich hatte es aber auch schon, dass er denn nicht dahin geflogen ist, wo die Statistik sagt, wo er hin soll. Nervig ist immer, wenn... Ja. Nervig ist immer, wenn der Ball dann halt... man ist hinten und der Ball kommt dann nach vorne. Weil ich hatte es auch schon, genau, da kam ein Ball hier hinten und dann auf einmal der nächste Ball kam ganz vorne und das war dann schon Ball 13 oder 14. Also die schnellen, da hast du ja keine Zeit, nach dem Fangen überhaupt bis nach vorne zu kommen in der Zeit. Egal. Das war ein richtig nerviges Spiel. Also das Baseball hat mir, das hat mir aufgeregt. Und ein Skateboard am Anfang. Und insgesamt müsst ihr nur 15 Bälle fangen. Es ist machbar. Es ist machbar. Ich habe jetzt nicht so gute Reflexe. Und ich werde euch noch mal das Trophy-Forum unten drunter verlinken. Da ist auch so eine Tabelle, wo, wann der Ball irgendwie aufkommt mit 1, erste Ball, zweite, dritte. Hat bei mir nicht ganz hingehauen. Aber vielleicht haut es ja bei euch hin. Ich würde mich freuen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Ja, und wir sehen uns im nächsten Trophäenguide. Ich hatte beim letzten Video schon gesagt, es wird leichter. Jetzt wird es wirklich leichter. Jetzt braucht ihr eigentlich so gut wie nichts mehr machen bei den nächsten Trophäen. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.